Herzlich willkommen zurück beim Single Rally. Nachdem wir ja in der letzten Folge durch den Fluchttunnel abgehauen sind, sind wir natürlich jetzt an dieser tollen Absperrung. Ich kann mir schon vorstellen, was wir hier machen müssen. Weil hier ist dieses wunderschöne 12K. Lass uns einsteigen. Okay. Das ist schön. Rums, alles klar. Bisschen schneller als gedacht. Probieren wir es nochmal. Wahrscheinlich irgendwas, was man auswendig lernen müsste. Weiß man nicht, ein bisschen weiter vorgucken kann. Hey. Knapp. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir da noch rüberkommen. Okay. Alles klar, das war's. Und es regnet. Oh, eine neue Kassette. Bitte? Und so an der gleichen Stelle? Hast du wieder so einen Penner? Okay, das ist nicht so meins. Die Menschen denken, dass ich die Wasserversorgung vergiftet habe. Aber ich war das nicht. Das würde jemand sagen, der es getan hat. Die ganze Stadt ist verrückt geworden. Eigentlich ist es irgendwie cool. Ich war das nicht, aber ich weiß es. Ich weiß, wie ich alles wieder in Ordnung bringen kann. Lass mich einfach vorbei. Du bist also nicht cool. Schnappt ihn euch! Okay. Hallo? Au! Ich wollte eigentlich nur mit ihm reden. Aber? Was soll ich hier machen? Man muss vielleicht so viele Gegenstände werfen, dass der... Was soll ich hier machen? Okay. Ich will doch, dass wir da vielleicht auch rein müssen, aber das war es nicht. Ei? Nein. Hä? Okay, also der Kumpel ist uns nicht wirklich wohlgesonnen. Oh. Also, das schauen wir einfach ab. Hier ist eine Tür. Was passiert nicht? Das zieht einen auf jeden Fall an. Versuch mal alles zu werfen, was ich hab. Diese Wissen werden wohl eingezogen. Ich werde nicht. Hier rauf nicht. Was gibt noch das?
gar nichts. Würde wir zurückgehen? Ist der Band weg? Nee. Ja. Ja, auch ein bisschen Regenschirm. Oder nicht so. Mann. Oh, wir werfen ja einfach so voll. Wenn es rauskommt. Nee, vielleicht besser auch nicht. Kurios, kurios. Liebe Geheimdien. Au. Hier gut. Noch keine Ahnung, was wir machen sollen. Was haben wir? Warte mal. Auf die Hilfe. Aua. Hey. Pack ihn hierher. Nein, das war falsch. Das sah ganz so blöd aus, oder? Von den Fahrern gerade. Ah, so sieht das nochmal. Das sah ganz gut aus. Ich glaube, das sollten wir auch machen. Bums. Ah, okay. Nicht aufnehmen, sondern mit ihm. Ich nicht. Oh. Okay. Oh, nimm sie dir. Au, ups. Ah, der ist doch so schnell. Nein! Oh, fast an der Hinterbank irgendwie. Dann müsst ihr doch jetzt wieder anfangen, oder? Bums. Na. So. Oh nein. So. Sieht das natürlich nicht schön aus. Scheint ja weiße zu geben und schwarze. Und die Geister. Oh komm, zieh die Meter noch. Alter, geil. So, was bist du? Du hast es geschafft.
Das vermisste Mädchen auf der Milch, auf die Milchpackung. Übrigens, ich heiße Verity. Sie ist zugestoßen. Ich weiß nicht genau, aber dieses Aquapark war dieses Ding. War irgendwie verantwortlich. Sieh dir. Was haben wir für uns eine kleine Erklärung? Oh, jetzt habe ich hier drüben noch einen Kumpel gesehen. Den nehmen wir natürlich mit. Und ich möchte wirklich. Aua! Ich würde sagen, ich möchte eigentlich nicht diesen Hubschrauber gesehen werden. Aber also scheiße, wird es an dem Gelände von der Schule zu sein. Ich hab ganz schön viele jetzt auf einmal. Ich gehe dann mal hier weiter nach rechts gucken. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Jetzt werden wir mehr. Ach ja, hier ist auch noch einer. Oh Mann, Alter, was? Die sind auch ein bisschen schneller, Zicke. Großes Loch. Ich muss einen anderen Weg zum Labor finden. Okay. Probieren wir es. Also, hab ich noch Käse? Der hat doch heute immer noch nicht repariert. Noch ein Käse. Wanted. Take the police. Auch gar kein Gesicht, ne? Bombe oder was das war? Folge mir! So weit ist man hier kurz reingucken wollen. Ich glaube, ich muss alles lang. Okay. Hey, kann es drin?
Oh. Dann brauchst du Hilfe, um hier durchzukommen. Ist der Schlüssel oder so? Sogar noch besser. Aber erst müssen wir hin. Ich möchte zu gern wissen, wer mir den Wein, den Platz, geschickt hat. In meinem Lederrucksack ist eine Karte. Nur auf den Schreibtisch nach einem Streichholz. Okay, das war Zufall. Ich glaube, wir trotzdem nach dem Speicher suchen sollten. Das blinkt immer noch hier, ne? So, wahrscheinlich gleich rausfinden. Brauchen, dass ich das gleiche muss. Hab ich mir natürlich die erst nicht so intensiv angeguckt. Ist ja noch ein Streichholz. Da, Betty. Gleiches Holz. Muss ich ihm sagen, wie ich fühle. Folge mir. Ist da noch was zu sehen? Sehr angenehm, lieber. Ein bisschen ruhiger jetzt. Vielen Dank für deine Hilfe bei der Suche nach meinem Valentin. Ich muss dich allerdings noch um ein paar Dinge bitten. Ich habe einen Valentinsgruß gemacht und ihn in meinem Spind gelassen. Willst du bitte ihn für mich holen? Und auf Jettys Schreibtisch liegt? Okay, gerne. Jetty ist ganz offen. Das heißt, wir müssen wieder raus und dann. Und? Richtig? Okay, das machen wir jetzt auch genug. Der Schlüssel da vorne, hier nicht, oder? Oh, schön. Ach, hier. Okay, das auch noch einfach. Spielt tatsächlich sehr schwere und sehr leichte Teile, ne? Eine gute Abwechslung. So, JT war hier hinten. Jetzt wird JT wissen, dass ich genauso fühle. Noch eine Sache. Bitte hier entlang. Okay. Der JT kommt von links. Noch eine Sache. Kannst du meinen Schreibtisch so verschieben, dass er direkt neben JTs steht? Dann können wir uns bis in alle Ewigkeit sehnsüchtig in die Augen schauen. Oh, versuche den Raum ordentlich aussehen zu lassen, damit der Lehrer keinen Verdacht schöpft. Die ist ja auch die Galerie, oder? Dann mit dem. Tauschen einfach. Ja. Und durch unordentliche Rolle, aber war ja zu warten. Gehen wir hier ein bisschen rüber. Und den schieben wir hier rüber. Perfekt, vielen Dank, Jack. Warum machst du das alles? Der Valentin ist wirklich so wichtig für dich. Ich plane meine Flucht. Ich werde nicht zulassen, dass diese Ausrutscher meine Lebensziele zunichte machen. Sage meinen Eltern, dass ich sie liebe. Ich lerne sie bald persönlich zu sehen. Was für eine schöne kleine Nebenstory. Ja, an der Stelle beende ich erstmal die Folge. Schauen wir, wie es weitergeht. Also, wir sehen uns. Bis bald.